Ich habe hier eine Banane und Knuspermüsli. Und aus diesen zwei Zutaten bereite ich jetzt Kekse. Kochen mit Ursula und den Heißluftofen. Tolle leckere Rezepte, schonendes Garn, Kalorien sparen. Erfahr alles zum Heißluftofen. Klicke hier und abonniere meinen Kanal und verpasse keine Tipps von mir. Ich habe jetzt hier meinen Mixer und in diesen Mixer kommt jetzt die Banane rein. So, jetzt habe ich hier meine Küchenware, die ich erstmal auf Null stelle und jetzt wiege ich hier 100 Gramm von dem Knuspermüsli ab. Das ist ja Volltreffer. Ja, mach ein kleines dazu und dann sind es genau 100 Gramm. Ja, und diese 100 Gramm von dem Knuspermüsli, die kommen jetzt in meinen Mixer mit rein und das Ganze wird jetzt dann in dem Mixer klein gemacht. Also dieser Mixer ist richtig ideal. Da kommt jetzt gerade der Deckel oben drauf und jetzt kommt dieser Mixstab, wird oben aufgesetzt. Das siehst du jetzt gleich und dann geht es auch schon los. Da kannst du sehen, wie richtig schön der das durchmixt. So, mal kurze Zwischenkontrolle, mal schauen, wie es von der Konsistenz ist. Scheint noch etwas zu flüssig zu sein, zu dünn zu sein. Ich mache noch etwas Knuspermüsli dazu. Ich werde noch mal so mal 50 Gramm noch dazu machen. So, noch mal aufmachen, noch mal kontrollieren, wie es jetzt ist, nachdem jetzt die 50 Gramm noch mehr drin sind. Ja, man sieht schon, es ist bedeutend fester von der Konsistenz. So passt das entsprechend. Ja, und ihr seht auch mal von dem Mixstab nebenan, also von dem Mixer nebenan den Stab liegen, wie es einfach so zusammengebaut werden kann. Es ist wirklich ideal, dieser Mixer. Ich verlinke ihn auch unten mal in der Beschreibung. Ja, jetzt geht es schon weiter, dass ich entsprechend jetzt Backpapier auslegen kann und das Ganze nachher ausstechen kann. So, jetzt habe ich den Einsatz von meinem Airfryer geholt und da kommt jetzt dieses Backpapier entsprechend passend zugeschnitten rein und die Plätzchen werden jetzt da drinnen verteilt. Ja, klasse, die haben jetzt alle da genau reingepasst und das Ganze landet jetzt im Airfryer, 170 Grad und 15 Minuten stelle ich mal ein, aber ich schaue mal jetzt immer zwischendrin rein, wie lange die brauchen. So, fertig. Also nach 18 Minuten habe ich die jetzt rausgeholt, denn ich denke, sonst wären die doch... So, und wenn du jetzt willst, kannst du die noch mit Schokolade etwas überziehen. Ja, aus nur zwei Zutaten habe ich diese Herzchen zubereitet. Ich hatte eine Banane und mehr Müsli, mehr nicht. So, inzwischen sind meine Plätzchen etwas abgekühlt. Und ich möchte sie noch etwas mit Schokolade überziehen. Und hier habe ich einen wunderbaren kleinen Schmelzer für Schokolade. Das ist jetzt diese Form. Hier unten mache ich etwas Wasser rein. Das war schon fast zu viel des Guten. Und dann kann ich hier einstellen. Warm. Und erstmal lasse ich es richtig kräftig schmelzen. Dann habe ich jetzt hier Blockschokolade. Und wenn du ein bisschen größeres Messer hast, du siehst, dass es jetzt die Methode wohl schneller geht. Ja, ich habe mal Pralinen gemacht und deshalb habe ich mir dieses Gerät gekauft. Ja, da muss man ja die Schokolade genau temperieren, dafür ist das richtig ideal. Ich habe mir hier so eine Schiefernplatte gekauft. Und auf der werde ich das Ganze dann auch anrichten. Also die Schiefernplatte kam richtig gut verpackt an. Unten drunter hat es auch noch diese Näpfe, damit sie dann nicht wackelt. So, und die lege ich jetzt schon mal hier hin. Denn da drauf richtig packe ich dann meine fertigen Plätzchen.
eine Schokolade. Eine Schokolade nimmt auch schon Form an. Ja, passt da fast richtig schön drauf. Das muss ich anfangen zurückdrehen. Ah, super. Alle sind drauf. So, jetzt nehme ich einen kleinen Löffel. Also die Schokolade ist richtig schön geschmolzen. Die Pilze, seht ihr, sind schon weniger geworden. Da habe ich schon gegessen davon. Das schmeckt richtig gut mit der Banane. So, fertig. Ja, Lara, ein schöner Espresso, die Windy nicht. Aber mir ging es ja darum, ich wollte erstmal probieren, ob das überhaupt was wird. Banane und Knuspermüsli, also nur zwei Zutaten und daraus Kekse zu backen. Und du siehst, das hat geklappt. Ja, und jetzt hier bin ich danach auch noch auf eine weitere Idee gekommen. Das zeige ich dir jetzt gleich jetzt auch noch. Viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich auf Rückmeldung von dir. So, und hier habe ich die fertigen Plätzchen, einige davon genommen und habe die in meinem Mixer, da wo ich vorher das Müsli gemixt hatte, die Plätzchen, die fertigen backenden Plätzchen drin, klein gemixt. Das ist ja jetzt mit Banane gebacken und mit Schokolade oben drüber. Und das müsst ihr auch mal probieren. Das schmeckt richtig lecker. Das auf dem Dessert oben drüber. Richtig klasse. Probiert das mal aus. Also ein paar Plätzchen übrig lassen oder ein paar mehr backen. Vielleicht auch die ein bisschen länger drin lassen, ein bisschen fester backen noch. Obwohl die waren eigentlich schon relativ fest am nächsten Tag. Dann hast du einen wunderbaren... Ja, Streuselchen oder was, was du auf dein Dessert bei dem anderen oben drüber machen kannst. Schmeckt richtig klasse. Mit der Banane oben drin, Knuspermüsli, die Schokolade. Top. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.